Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlichen Dank, dass ich heute an dieser Veranstaltung teilnehmen darf. Und ich möchte vor allem am Anfang herzlich gratulieren. Und zwar den Veranstaltern, voran der Conny, stellvertretend für die vielen, die hinter dieser Veranstaltung stehen. Und ich finde, das ist einfach großartig, dass das heute stattfindet und ein Zeichen in die Zukunft. Ich möchte aber ganz besonders auch gratulieren der Firma Kreisel, wo wir uns heute befinden. Und das ist unglaublich einfach, dass diese Firma hier in so kurzer Zeit entstanden ist mit diesen tollen Ideen und diesen tollen Produkten. Und auf der Homepage der Firma steht unter anderem der Satz, ein Hauch von Silicon Valley ist damit in das Mühlviertel gekommen. Das ist ein sehr schöner Satz, das ist für die Medien das, was man gerne liest und hört. Aber ich glaube, es ist genau umgekehrt. Wir sollten nicht daran denken, wie wir kopieren Dinge, die vielleicht irgendwo anders erfolgreich waren, sondern es ist umgekehrt. Eine Firma wie Kreisel ist ein Beispiel dafür, dass Dinge passieren können, die weit mehr sind als das, was eben in Silicon Valley super und gut ist, aber was für uns vielleicht nicht passt. Wir müssen Dinge erfinden, die für unsere Regionen oder wie vorher der Redner sagte, die in Marokko und so weiter passen. Und das ist ein Beispiel dafür und ich gratuliere wirklich von Herzen. Es geht also jetzt um die Frage, mein Bild darf ich hier eben heute präsentieren, über was ich mir vorstelle, Forschung und Bildung in Oberösterreich. Also Sie verzeihen, dass ich jetzt nicht mich konzentriere auf das Mühlviertel. Ist natürlich sehr wichtig, aber man muss eben heute zugleich sehr lokal denken, regional denken und zugleich eben sehr global denken und nicht nur denken, sondern global handeln und global und genauso regional handeln. Und jede Region kann auf ihre Weise ihren einmaligen Beitrag leisten und das ist nicht wiederholbar und das ist eben das Interessante. Und insofern hat das Mühlviertel eine große Chance und natürlich die vielen anderen Regionen in Österreich und weltweit. Aber das Wesentliche ist das, was wir im Mühlviertel auch lernen können und von Firmen lernen können, wie eben die Firma Kreisel, dass wenn man will, dann ist alles möglich, an jeder Stelle dieser Erde möglich und ist ein ganz wesentlicher Beitrag, der, wenn er hier gelingt, regional, der auch eine Beispielwirkung hat, also für die ganze Welt und wir hängen heute alle zusammen und insofern ist das eben super, was hier heute passiert und was natürlich auch der Ausfluss von vielen Jahren gemeinsamer Arbeit ist. Ich werde so in der Mitte mich durchhandeln und eben Oberösterreich als die nächstgrößere Einheit, aber immer ein paar Schlaglichter auch auf die Welt als Ganzes, wie ich das sehe. Und also das Nächste ist, man muss immer, mein Vortrag wurde genannt Forschung und Bildung in Oberösterreich, weil man mich halt da irgendwie mit Forschung und Bildung zusammenbringt, aber ich glaube, man muss Zukunft immer ganzheitlich sehen und das geht bei der Forschung los, wenn man so will, über die Bildung, geht natürlich bis zur Wirtschaft, bis zur Wohlfahrt und zum Schluss geht es um das Glück des Einzelnen, um Lebensstile, um Erfinden neuer Lebensstile und die Erfindung neuer Lebensstile ist wahrscheinlich heute noch kreativer und wichtiger und interessanter als oft die Erfindung einzelner Produkte und letztlich geht es um das Glück des Einzelnen und um das Glück der globalen Gesellschaft, der regionalen Gesellschaft und deswegen werde ich auch versuchen, das irgendwie alles zusammenzusehen in der Kürze der Zeit. Ja, hier ist mein vereinfachtes Bild von Oberösterreich. Und das Bild, das stammt aus dem Jahr 1992, wo ich für den damaligen Landesrat Christoph Leitl ein Zukunftsbild für Oberösterreich entwickelt habe. Und da habe ich es noch ein bisschen beschriftet in dieser Broschüre. Aber der wesentliche Gedanke war der. Ich habe damals schon gesagt, Oberösterreich leidet darunter, dass wir auf einer West-Ost-Achse liegen. Wir brauchen das Fadenkreuz, wir brauchen die Verbindung nach Norden, damit wir auf einer Intersektion liegen, weil dort sind die interessanten Entwicklungen in Regionen, wo eben Kreuzungspunkte sind.
Und die Achse nach Norden, das war damals natürlich fast überhaupt nicht da. Inzwischen haben wir Gott sei Dank diese sichtbare Verbindung durch die S10. Aber worum es mir geht, und da sehe ich heute noch großes Defizit, so wie damals, die geistige Verbindung zum Norden, und das ist in Böhmen und das ist in Prag-Linz, und dazwischen gibt es interessante Orte, aber viel zu wenig Punkte noch, wie eben, und ich selber habe halt versucht, daran beizutragen, indem ich einen Punkt etwas markiert habe, und das ist im Hagenberg mit dem Softwarepark. Aber ich glaube, dass diese Reise ist nicht zu Ende, das ist ein Beginn. Und eine Firma wie Chrysler oder wie Luxone und so weiter, das sind Firmen, die zeigen, was alles möglich ist und was wir auch machen müssten. Und diese Achse nach Norden muss eine geistige, eine technologische Achse sein. Und da brauchen wir natürlich noch ungeheuer viele Impulse. Und da glaube ich auch, dass Institutionen wie zum Beispiel meine eigene Universität Linz, die natürlich sehr wichtig sich im Augenblick sehr konzentrieren muss, dass einmal der Campus ordentlich entwickelt wird und dass wir hier ein großes Zeichen setzen. Aber genauso wichtig ist es natürlich für eine Landesuniversität, dass wir Zeichen setzen in den verschiedenen Regionen des Landes Oberösterreich. Und da ist im Hagenberg ein Beispiel, aber da glaube ich, da sollte noch sehr viel mehr kommen. Und ich denke immer, wenn ich so Erfolgsgeschichten sehe, wie eben die Firma Chrysler, da muss eben irgendwann auch eine klare Markierung sein in einem Ort wie Freistadt oder in dieser Region, und auf der anderen Seite ist Budweis, und das muss wie eine Perlenkette sein, und dann kann das ein Ort unter Anführungszeichen Silicon Valley werden, weil es eben es geht um eine Welle, also eine Verbindungsachse, die eben nicht nur eine Straße sein sollte. Ja, das war mein Grundgedanke damals, und der zweite Gedanke, den ich damals auch schon geschrieben habe und der auch noch immer sozusagen durchaus sehr viel mehr Fleisch bräuchte, wo einiges wirklich passiert ist: Wir sollten nicht in Linz und Oberösterreich denken, wir brauchen in der Mitte den Großraum Linz, was ich bezeichne, den Großraum Linz, damit wir eine kritische Masse bilden können, wo wirklich etwas passiert. Und zum Großraum Linz, das kann man nicht genau definieren, was das ist, aber das ist natürlich Linz als Stadt, aber da sind die vielen Gemeinden rund um Linz. Ich komme darauf zu sprechen. Aber dann natürlich Steyr-Wels und im Norden im Augenblick also Aist, sage ich das, ich provoziere heute ein bisschen, also Hagenberg mit Umgebung. Und dann geht es eben weiter. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass man eben nicht aufhört, in Entwicklung zu denken, aufzuhören zu denken an der Stadtgrenze von Linz. Wir brauchen diese viel größere kritische Masse, damit wir uns auch gegenüber anderen großen Zentren behaupten und weiterentwickeln können. Also das ist der Gedanke des Großraums Linz. Ja, und dann ist der nächste Punkt, ist eben der, wir brauchen in diesem Großraum sehr viele Innovationszentren. Natürlich brauchen wir die vielen, vielen Betriebe und so weiter und Einzelaktionen, aber es muss immer irgendwo wieder etwas sichtbar sein, wo nicht nur Forschung, Ausbildung, Wirtschaft zusammenkommt, sondern wo auch ein gewisser Lifestyle gezeigt wird, wie hier. Zum Beispiel, wo man spürt, das ist eine andere Zeit und da ist eine Vibration. Also solche Zentren, Innovationszentren brauchen wir sehr viele. Und da haben wir zwar einige, und das ist eben heute die Tabakfabrik und Ars Electronica Center und die Fachhochschule in Wels und Steyr und so weiter. Und da ist natürlich der Softwarepark Hagenberg, aber das ist nicht das Ende der Stange. Wir brauchen da mindestens doppelt so viele. Und damit komme ich zum nächsten Punkt, und das ist eben die Sache, woher kommt also wirklich die Potenz, also das ist wirklich ein bisschen eine sehr schwierige Technologie hier. Jawohl, nämlich, woher kommt die Potenz für das Ganze? Und da kann man sagen, ja, weiß ich, was man da alles technologisch braucht. Es gibt nur eine Potenz, die heute wichtig ist, und das sind die jungen Leute. Und zwar in großer Zahl. Die jungen Leute, die Begeisterung haben für Forschung, Ausbildung, Entwicklung, Technologie, Wirtschaft, Business und Lifestyle, modernen Lifestyle. Und diese Jugendlichen, da müssen wir uns klar sein, da können wir Bilder zeichnen, welche wir wollen.
Entweder gelingt es uns, dass wir signifikant mehr eigene Kinder haben, und da kann ich nur alle sehr ermuntern, aber ich kann, ich kann das nicht irgendwie sozusagen politisch erzwingen, obwohl ich schon glaube, dass die Politik da sehr viel mehr machen könnte und dass alles noch relativ zahnlos ist. Also ich plädiere mal dafür, dass das Kindererziehen als Job bezahlt wird. Das stelle ich nur mal in den Raum. Danke vielmals. Danke, danke, wunderbar. Ich fühle mich jetzt fast noch motiviert, aber gut. Wie auch immer, ich habe jetzt nicht Zeit, ins Detail zu gehen über die Art und Weise, wie man das politisch umsetzen könnte. Ich weiß, es ist nicht einfach, aber ich glaube, es ist durchaus denkbar. Und das wäre natürlich das Allerwichtigste, aber das wird nicht so schnell gehen, selbst wenn es in die Politik kommen sollte. Der zweite Gedanke ist mindestens so wichtig. Die Zukunftsträchtigkeit einer Region lässt sich daran messen, wie attraktiv sind wir für die Jugend aus dem Ausland. Und da steht es in Oberösterreich meiner Meinung nach ganz schlecht. Das wird weder als Thema erkannt, noch wird es systematisch bearbeitet. Und das kann ich nur empfehlen und so nachdrücklich wie möglich. Wir müssen etwas machen, damit wir attraktiv werden für die talentierte, interessierte, begeisterte, enthusiastische Forschungs-, Ausbildungs-, Wirtschafts-, Business-interessierte Jugend aus dem Ausland. Und das kommt nicht von selber. Das kann man nicht einfach wünschen und dann passiert es. Da muss man hart dafür arbeiten. Und da ist erstens einmal wichtig, dass wir für Oberösterreich ein gemeinsames Marketing entwickeln, dass nicht die einzelnen Bildungsinstitutionen, die einzelnen Studienrichtungen einzeln irgendwo ins Ausland gehen und da oder dort in Singapur oder irgendwo die Werbetrommel rühren. Wir brauchen eine ordentliche gemeinsame Plattform, wo der Innovationsraum Oberösterreich, der ja wirklich erstaunlich ist, und hier ist ein Beispiel, wo wir alle diese Bonitäten so gebündelt und begeisternd zusammenstellen, dass eben Jugendliche aus dem Ausland sagen, da muss ich hin. Das ist das Erste. Das Zweite, ich sage nie, dass andere etwas machen sollen. Ich sage immer, wir selber, und ich gehöre zu den Professoren, Gott sei Dank, und ich sage, es ist eine Aufgabe unserer Professoren an den Universitäten, an den Fachhochschulen, dass wir unsere Beziehungen, persönlichen Beziehungen zu den Universitäten im Ausland benutzen, damit wir ganz persönlich, individuell die besten jungen Leute hierher zum Studieren bringen und dann sie auch motivieren durch eine ordentliche Willkommenskultur, dass sie hier bleiben und in unserem wunderbaren Österreich mitarbeiten für die Zukunft. Und dass das möglich ist, habe ich ja gezeigt. Ich habe ja einen eigenen Studiengang entwickelt, wo ich mit bescheidenen Mitteln versuche, dass ich jedes Jahr 20 solche Studenten herbringe, die dann mit Firmen wie Kreisel und anderen ihre Masterarbeit schreiben. Aber stellen Sie sich einmal vor, wir haben ungefähr 80 Professoren im Bereich der Informatik, Mathematik an der Uni. Wir haben, ich weiß nicht, wie viele Professoren an der Fachhochschule. Wenn da jeder nur 10 herbringt, dann sind das im Jahr 800.000. Das sind ganz andere Zahlen und das sind die Zahlen, um die es geht. Wir brauchen also tausende junger Leute, damit wir hier ein Raum werden, der also wirklich auch international in der Innovation Bedeutung hat. Und da spielen dann wieder diese vibrierenden Zentren eine große Rolle, weil man kann die Leute nicht einfach herholen und dann sind sie da kaserniert in den Studentenheimen. Und sie kommen gar nicht in Kontakt sozusagen mit der Gesellschaft hier und auch nicht mit der Begeisterung, die wir haben. Und dann studieren sie und dann sind sie wieder weg. Also es geht, diese Zentren sind nicht nur Technologiezentren, das müssen eben Lifestyle-Zentren, Innovationszentren im weitesten Sinn sein. Jedenfalls muss man sich ein bisschen überlegen, also wo sind interessante Herkunftsländer? Und dann ist es eben so, wir planen gerne Innovation und das hat schon seine Berechtigung. Natürlich sagt man heute, was sind die interessanten Themen, aber wenn Sie schauen weltweit, was wird als interessante Themen analysiert? Da kommt immer wieder dasselbe heraus, da ist die IT, da ist die Gentechnologie, da ist die neuen Materialien und so weiter.
Das ist meiner Meinung nach sehr wichtig, dass man da eine gewisse Klarheit hat. Aber das Wichtigste ist das, dass man ein Magma von jungen Leuten schafft, denen man die Möglichkeit gibt, Innovation zu betreiben. Und da kommen oft Ideen heraus, die man eben vorher nicht geplant hat. Und das sind dann die entscheidenden Ideen. Zum Beispiel bin ich mir ziemlich sicher, dass das, was die Firma Gräßl hier macht, dass das vor 20 oder 30 Jahren in keinem politischen Programm war. Sondern das sind drei Leute gewesen, die einfach gebrannt haben für irgendetwas und etwas probiert haben. Und das ist aufgegangen und bei vielen anderen geht es nicht auf. Aber es geht darum, diese kritische Masse zu schaffen, denen ordentlich einmal die Freiheit zu geben, irgendetwas zu probieren. Und dann kommen Ideen, die man nicht alle, auch die sogenannten Experten und Pioniere, von denen gesprochen wurde, die das nicht alles voraus schon vorhersagen können. Ah, es ist schon langsam am Ende. Wunderbar. Ja, eins muss ich schon noch sagen, wir haben auch eine hohe Verantwortung, dass wir nicht nur hier unsere Regionen entwickeln, sondern wir müssen aktiv dazu beitragen, woanders Regionen zu entwickeln. Und auch da bin ich selber eben jetzt im Anblick tätig. Ich sage eben nur ein Beispiel. Ich bin eben gerade dabei, sehr schwierig, unter schwierigen Bedingungen, in Ägypten mit anderen Kollegen aus anderen Ländern eine Universität zu gründen, damit wir in großer Zahl dort junge Leute ausbilden können, die dann dort bleiben. Weil es ist beides genauso wichtig. Wir müssen die Fluktuation hierher, wir müssen aber genauso auch schauen, dass in diesen Ländern so rasch wie möglich eine Elite aufgebaut wird von Leuten, wie Gräßls und anderen, die dort Wirtschaft erzeugen können und dort ein Heimatgefühl erzeugen und Prosperität für die Leute dort.